Gute und willkommen bei Barbecue Culture. Wir machen heute mal so eine leichte Resteverwertung. Wir machen heute ganz einfache Gyros-Schaschlik-Spieße. Wie wir die machen und warum das Resteverwertung ist, seht ihr gleich. Also, kommt mal mit. Und hier haben wir schon unsere Zutaten. Wir haben hier Reste vom Schweinenacken. Und die habe ich, weil ich mir Nackensteaks aus dem Schweinenacken gemacht habe und die Ecken, die etwas runder sind, unförmiger sind, sich für Nackensteaks dann nicht mehr ganz so eignen, um daraus Nackensteaks zu machen. Also es ist einfach dann unförmig, nicht mehr gleichmäßig dick und dann kriegt ihr das nicht mehr ordentlich hin. Wenn ihr wissen wollt, wie ich Nackensteaks einlege, was für Varianten es da gibt, verlinke ich euch mal hier oben das Video. Da ist der Rest her, da seht ihr das. Wir machen uns aus dem Rest heute einfach ein paar Spieße hier, ein paar Gyros-Schaschlik-Spieße. Wir haben hier ein bisschen griechischen Joghurt, Zwiebeln, ein Gyros-Gewürz, Knoblauch darf nicht fehlen, Olivenöl. Ja, und das war es im Grunde genommen schon. Wir müssen jetzt nur noch ein bisschen hier unser Fleisch vor den Wespen retten und uns kleinschneiden. Das war es dann im Endeffekt schon. Wir müssen dann hier noch ein bisschen Marinade einlegen und dann kommt das Ganze erstmal in den Kühlschrank. Aber jetzt müssen wir erstmal das Fleisch ein bisschen schneiden, den Knoblauch noch schneiden. Also, kommt rüber, machen wir zusammen. So, den Knoblauch haben wir geschnitten. Der wandert jetzt schon mal mit hier in unseren Joghurt. So, und jetzt kommen wir hier an unseren Nacken. Wenn euch hier zu viel Fett dran ist, könnt ihr das gern wegschneiden. Da ist jeder ja anders empfindlich, was Fett angeht. Wir wollen das Ganze jetzt auf jeden Fall gar nicht so grob haben. Wir wollen uns diesmal feinere Stücke schneiden. Ja, wenn wir jetzt hier so Stücke haben, ups, dann tut's uns das schon. Viel grober wollen wir es gar nicht. Hier so, ja, so Stücke hier, das ist okay. So, unser Fleisch ist geschnitten. Das tun wir jetzt auch gerade noch mit hier in unsere Marinade mit rein. Ihr seht hier, so Würfel tut's. Nicht zu grob diesmal. Hier seht ihr noch ein bisschen Reste, die ich weggeschnitten habe. Das, was wirklich dann hauptsächlich Fett ist, tue ich dann weg. Das müssen wir jetzt nicht unbedingt haben. Obwohl ich da nicht so empfindlich bin, aber das ist mir dann auch eine Nummer zu viel. So, und jetzt müssen wir das Ganze hier natürlich gut verrühren, dass alles schön miteinander vermengt ist. Leider hat der Pusher eben euch nicht gezeigt, dass er ungefähr 3 Esslöffel Olivenöl, die Zwiebeln, den Knoblauch und das Gyros-Gewürz damit reingegeben hat in den griechischen Joghurt. Naja, jetzt wisst ihr es auch so. Unser Fleisch ist jetzt in der Marinade drin. Es riecht auf jeden Fall jetzt schon mal geil. Also das kann nur lecker werden. Ist eine einfache Geschichte, ist eine schnelle Geschichte, also man hat nicht so viel zu tun. Das Ganze wandert nämlich jetzt über Nacht in den Kühlschrank. Ich decke das jetzt noch ab. Das darf dann erstmal richtig schön durchziehen, die ganzen Aromen von den Zwiebeln, Knoblauch, Gewürz, Joghurt. Alles darf jetzt erstmal schön ins Fleisch ziehen. Und der griechische Joghurt hat den Vorteil, der macht das Fleisch auch noch so ein bisschen zarter. Also vielleicht denkt man sich das auch nur aus, aber ich habe das Gefühl auf jeden Fall, das macht's das. Morgen wandern hier meine Lieblingsspieße dann auf den Grill. Die bauen wir uns dann morgen zusammen. Also wir sehen uns gleich wieder. Für mich geht jetzt erstmal eine Nacht rum und dann geht's ans Spießen. Wir werden Spießer. Also, bis gleich. So, nächster Tag. Unser Fleisch hat schön durchgezogen in der Gyros-Marinade, in dem Zwiebeln und in den ganzen Gewürzen und sowas. Und das riecht fantastisch, ich sag's euch. Ich hab's jetzt gestern Abend nochmal schön durchgemengt. Und ja, jetzt sind wir fertig mit Marinieren. Jetzt müssen wir das Ganze noch aufspießen, dann wandert das Ganze auf den Grill. Ja, das machen wir jetzt erstmal, würde ich sagen, oder? So, wie das Ganze so ist, habe ich jetzt das erste schon aufgespießt. Meine Kamera hat nicht aufgenommen. Ihr kennt vielleicht meine Lieblingsspieße hier, die habe ich schon öfters verwendet, mit diesem Schieber hinten, mega geil, finde ich super toll. Wer Interesse an sowas hat, ich verlinke euch das mal unten in der Infobox, könnt ihr nachschauen. Ich habe jetzt hier das erste Stück schon aufgespießt und wenn ihr längere Stücke habt, könnt ihr schön damit spielen, ihr könnt es einfach doppelt aufspießen, einfach mal drum ziehen. Soll am Ende halt alles ungefähr gleich dick sein, also nicht, dass eins runter wabbelt und eins jetzt irgendwie halt nur dünn ist, sondern versucht das schon gleichmäßig zu machen. Wir spießen das Ganze jetzt auf. Ich zeige euch dann, wie der Spieß aussehen soll. Sehen wir uns gleich wieder. So, aus unserem Gyros-Schaschlik sind 2 Spieße geworden. Nicht mehr. Ist aber auch nicht schlimm, weil das Ganze ist nur für 2 Personen heute. Also, wenn ihr mehr machen wollt, das Ganze einfach skalieren. Gar kein Problem. Macht's mehr. Wir haben den Grill schon vorgeheizt.
Wir haben jetzt hier drüben direkte Hitze, nicht Vollgas, nicht ganz Vollgas. Wir wollen uns das jetzt immer Stück für Stück von den Seiten anbraten, bis wir schöne Röstaromen draußen haben. Und dann legen wir so nochmal ein bisschen indirekt und dann ziehen wir so zu Ende. Aber wir machen das Ganze jetzt erstmal direkt. Jetzt wandern die erstmal auf den Grill. So, unsere Spieße sind jetzt drauf. Die immer wieder drehen. Also die sollen schön gleichmäßig rund Röstaromen kriegen. Und aufpassen mit dem Drehen. Hier nehmt Handschuhe, sonst habt ihr ganz schnell Spuren an den Fingern. Wir drehen die. Ich zeige euch zwischendurch immer mal wieder, wie wir sie drehen. Und ja, wenn sie fertig sind, sehen wir uns wieder, würde ich sagen. So, unsere Spieße sind fertig, haben schönen Röstaromen bekommen. Jetzt holen wir sie runter und lassen sie noch einen Augenblick hier mal ruhen. Denkt dran, Handschuhe, wenn ihr sowas macht. Ah, die sehen gut aus. Einmal kurz ruhen lassen und dann wird probiert. So, unsere Gyros-Schaschlik-Spieße haben wir jetzt ein bisschen abkühlen lassen. Und was müssen wir machen? Wir müssen es natürlich noch probieren. Die Spieße hier außen sind natürlich noch ein bisschen heiß, deswegen jetzt mit Hand nehmen und abbeißen ein bisschen schwer. Aber wir probieren es jetzt einfach so. Also einmal für euch Rinderkopf. So einfach, so lecker. Ohne Scheiß. Wenn ihr Reste habt von zum Beispiel sowas wie ich jetzt Nackensteaks machen oder sowas, definitiv eine Variante, die man machen kann. Wie gesagt, einfach gemacht, schnell gemacht, richtig lecker. Also, sagt mir mal, wie ihr das fandet. Wenn ihr es geil fandet, lasst mal einen Daumen nach oben da. Abonniert auf jeden Fall den Kanal, dann verpasst ihr so Sachen nicht mehr. Und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Rezept wieder. Euer Markus von Barbecue Culture. Und tschüss. Und ich darf das jetzt essen. Haha, ihr müsst es nachmachen. Also, gibt Gas. Ha. Nom, nom.